Killernebel von London. Vom 5. bis 9. Dezember 1952 lag London in dichtem Nebel. Als dieser sich lichtete, wurde klar, dass rund 4000 Menschen tot waren. Andere Zahlen gehen sogar von bis zu 12.000 Toten aus. Die Todeszahlen der Altersgruppe der zwischen 55 und 65-Jährigen stieg um 142%, die der 65- bis 75-Jährigen stieg um 235%. 150.000 Menschen mussten in Krankenhäusern behandelt werden. Auch in den folgenden Wochen und Monaten nach dem Nebel starben noch um die 8.000 Menschen an den erlittenen Folgeschäden. Unter den Betroffenen waren überwiegend Babys, Kleinkinder und ältere Menschen sowie Personen, die schon zuvor Atemwegs- und Herzerkrankungen hatten. Welche Ursachen hatte der Killernebel von London? Bei dem Killernebel handelte es sich um vom Menschen fahrlässig verursachte Luftverschmutzung in Form von säurehaltigem Smog. Damals sorgten hohe Luftfeuchtigkeit und niedrige Temperaturen dafür, dass sich Nebeltropfen und Stickstoffdioxid zu einem tödlichen Gift aus Schwefeldioxid und Schwefelsäure mischten. Ursache dafür war vor allem die vom Menschen in Wohnungen und Fabriken verbrannte Braunkohle. Überwiegend wurde billige und qualitativ schlechte Kohle verbrannt. Unglücklicherweise bildete sich wegen Windstille eine Dunstglocke über der Stadt, die ein Abziehen der giftigen Gase verhinderte. Als am 9. Dezember 1952 endlich Wind aufkam und sich der Nebel verflüchtigte, zeigten sich die schrecklichen Ausmaße dieser vom Menschen verursachten Katastrophe. 1956 wurde wegen der schrecklichen Erfahrungen ein Gesetz erlassen, das für saubere Luft sorgen sollte und Gebiete definierte, in denen keine Kohle mehr verbrannt werden dürfte.